Hallo, hier ist Volker Rathmer von der Rauch-Landmaschinenfabrik. Und wir können mit unseren Düngerstreuern nicht nur auf dem Acker streuen für die Landwirtschaft, sondern wir können auch Grünflächen düngen damit. Und zwar heute vor allem mal Golfplätze. Und ich möchte euch mal erklären, wie man mit unserer Technik einen Golfplatz düngt. So, wer sich mit Golfplätzen nicht auskennt, habe ich das hier mal aufgemalt. Wir haben hier so eine Spielbahn. Hier vorne ist der Abschlag. Und hier ist das Green mit dem Loch, wo der Ball dann rein muss. Das Green wird in der Regel anders gedüngt, mit Flüssigdünger oder auf andere Form. Worum es uns heute geht, ist die Spielbahn, das sogenannte Fairway, abzudüngen. Das Fairway ist ein Nutzrasen, der wird gemäht und den muss ich also auch 2 bis 3 Mal im Jahr düngen. So, und jetzt können wir mit unserem Düngerstreuer am Schlepper kommen und über das Fairway fahren und entsprechend düngen. Aber wir haben jetzt hier einen speziellen Düngerstreuer, den wir zum Einsatz bringen. Und zwar hat der Düngerstreuer eine Teilbreitenschaltung. Der streut also nicht immer gleich, sondern er kann die Streubreite variieren und sich so der Geländeform anpassen. Und das Zweite ist, der Schlepper ist mit GPS ausgerüstet. Der hängt vorne dann so ein Monitor und der steuert über GPS den Düngerstreuer. Der schaltet also automatisch die Teilbreiten an und aus. Und was das Schöne ist, er kann mir auch genau anzeigen, wo ich fahren muss, damit ich die auch richtig fahre. So, und wie das funktioniert, das male ich euch jetzt mal auf. Also, ich habe jetzt hier einen Traktor, ja, von oben male ich hier mal auf. Traktor, hinten dran hängt der Düngerstreuer, 2 Scheiben dran. Und wenn ich jetzt streue, ja, dann sieht es so ungefähr so aus. Der streut jetzt hier hin. So, und dann fange ich an und fahre einmal in der Mitte hoch und streue dann halt jetzt hier diesen Bereich ab. Das heißt, hier überall ist dann schon gedüngt. Das sehe ich auch im Monitor. Genau, hier habe ich schon gedüngt. Und wenn ich jetzt hier vorne umdrehe, habe ich jetzt 2 verschiedene Möglichkeiten. Je nachdem, wie groß das Fairway ist, kann ich mir jetzt hier den Abstand anzeigen, dass ich genau weiß, wo ich jetzt wieder im Anschluss fahren muss. In dem Fall ist es ja so, dass ich jetzt hier so fahren würde, dass ich der Geländekontur folge und dann streut der entsprechend, wenn ich jetzt hier mal wieder mal erst den Schlepper malen, hier meinen Traktor hinmale mit dem Düngerstreuer. So, und der Streuer, der würde jetzt hier bis zum Ende, bis zum Raff streuen. Und hier auf der Seite, weil ich ja da schon mal gedüngt habe, würde er die Streubreite dann reduzieren. Und wenn ich jetzt hier fahre, dann kann er dann über GPS, schaltet dann da hoch oder runter, je nachdem, wo ich da bin. Und dann kann er dann ganz gleichmäßig hier das abstreuen. Und hier oben fahre ich dann genauso wieder zurück. Ich kann auch über GPS, wie jetzt zum Beispiel so Bunker, kann ich hinterlegen. Ich kann das also einmal aufzeichnen und dann weiß er, okay, hier darf ich nicht rausstreuen und schaltet dann dort entsprechend die Teilbreiten. So, und das ist natürlich super, weil ich habe dadurch mehrere Vorteile. Das erste ist, der Fahrer ist entspannt, weil er sieht nämlich genau, wo er fahren muss. Das zweite ist, ich spare Dünger, weil ich einfach doppelt gestreute Bereiche verhindere. Und mit so einer Technik, je nachdem, wie der Golfplatz ist, kann man 10 bis 15% Dünger einsparen. Das ist also richtig auch Geld, was ich hier sparen kann. Dann ist es so, dass ich natürlich für den Spielbetrieb besser bin, weil ich verhindere so doppelt gestreute Bereiche und man kennt es oft, dann ist es auf einmal dunkler und die Spieler kommen und sagen, lieber Greenkeeper, was hast denn du da gemacht? Da schaut es ja ganz schön wild aus. Das kann ich dadurch verhindern. Und natürlich, und das ist für viele Golfplätze das Wichtigste, ich entlaste die Umwelt, weil ich einfach weniger Dünger verwende und somit auch nur dorthin streue, wo man hinkommt. Und wenn der Golfplatz zum Beispiel ein Umweltzertifikat hat, gibt es natürlich Riesenpunkte. Also, wir haben noch ein anderes Video, wo wir live auf dem Golfplatz streuen, wo man dann auch noch die Technik sieht. Hier nochmal erstmal ein bisschen Theorie. Also, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.